Wunderschönen guten Abend, liebe Pfeifengemeinde hier auf YouTube. Unser lieber Ralf hat mir da einen Floh ins Ohr gesetzt. Also, diese Lanatra sind schon ein Traum. Gut, aus Rache rauche ich meine eigene. Aber neben den Träumen, die man sehen kann, haben wir solche Videos auch noch einen anderen Aspekt. Da fiel mir ein. Mein Gott, du hast deine Italiener vergessen bei den ganzen Videos. Nun kriege ich die nicht alle auf einmal zusammen, dann hasst ihr mich. Also ich sage, suchst du dir was? Nach welchen Kriterien gehst du da eigentlich vor? Ich mir überlegt, was machen wir? Fangen wir doch mit denen an, die du als Erste gekauft hast. Sagt getan. Das setzt voraus, dass man es noch weiß. Aber es war gar nicht so schwer. Mir fiel nämlich ein, damals, das klingt so schön weit weg, ist man als Pünf in den Pfeifenladen gegangen. Da sah man Stenvil, Faun, Savinelli, Dunhill, darüber reden wir mal lieber nicht, und eine Firma, die nach einer norditalienischen Stadt benannt ist. Gegründet wurde sie 1947 von zwei berühmten Pfeifenmachern, von Enea Buzzi, ich hoffe, die wären richtig so ausgesprochen, und Achille Savinelli. Savinelli kennen wir, Enea Buzzi kennt ihr auch, ihr werdet es gleich merken. Wie immer bei großen Köpfen können die zwar gut zusammen schaffen, aber kommen nicht lange miteinander aus. Bereits 1950 trennten sich die beiden und Enea Buzzi fertigte weiterhin in seiner Werkstatt in dieser norditalienischen Stadt seine Pfeifen her. Die nannte er bis 1968 MPB. Manifattura Pipe Brebbia. Und da sind wir schon an dem Namen. Es geht um Brebbia. Wie gesagt, ab 1968 gibt es die Brebbia-Pfeifen. Isigny war zunächst der rauchende Zwerg, sieht äußerst niedlich aus, und wurde dann durch eine Raute ergänzt bzw. abgelöst. Heutzutage führt wohl der Sohn Luciano Buzzi, tolle Namen, Italien ist aber was Feines, die Firma, und 14 Mitarbeiter stellen wohl so ca. 15.000 Pfeifen her, wovon staunlicherweise 70% ca. Filterpfeifen sind. Also der deutsche Markt ist fest im Visier und wir freuen uns dran. Meine erste Brebbia war eine Lago mit dem damals sehr modernen, sehr typischen Shape. Flach, ein sehr flacher Holm, sehr großes Volumen. Da kriegt man gerade mal den Daumen rein, um das halbwegs abzuschätzen. Eine tolle Maserung. Das ist aus der Serie Lago. Mit dem berühmten, das werdet ihr bloß nicht erkennen können, Zwerg. Das ist eine tolle Pfeife. Da habe ich meine ersten zerkrümelten Flakes draus geraucht. Heutzutage nehme ich ja doch mehr die Knick- und Kugel-Variante von Ralf. Da macht das hier drin noch viel mehr Spaß. Diese Pfeife begleitet mich mindestens 28 Jahre. Es ist einfach ein wunderschönes Pfeifchen. Danach dachte man sich, wenn man mal Geld hat und man die da einschlägigen Bücher gelesen hat, Helmut Hochrein, oder auch die alten Zeitschriften in der Hand bekommen hat, man las ja solche Dinge wie Pura,
First und. Also man wurde ja schon richtig gierig, besonders weil man auch gar nicht das Geld dafür hatte. Ich hatte da mal das Glück, eine Angebotspalette dieser Prämie zu bekommen, die mich einfach automatisch angesprochen hat, weil allein ich bin ein Maserungsfetisches manchmal, also eigentlich meistens. Man könnte auch sagen, fast immer. Es macht mir einfach Spaß. Holz ist etwas Lebendiges und die erfüllt so ziemlich alles. Also, die hat einen dicken Silberring, das merkt man spätestens, wenn man schnell putzen muss. Da steht schön groß First drauf, damit man auch noch weiß, was man hat. Das Lago steht auf der Pfeife. Die Raute ist natürlich, ich hoffe, ihr erkennt sie, auf dem Mundstück. Es ist eine wunderschön rauchende Pfeife, die kaum feucht wird, trotz der Biegung. Das einzige Problem ist, ich habe sie damals irgendwann missbraucht. Früher sah sie nämlich ungefähr so aus. Ein kleines Stückchen war noch verdickt. Mir hat das nicht gefallen. Ich habe es abgefeilt. Ich könnte mich heute prügeln dafür. Aber Fehler sind dazu da, dass man sie macht. Es ist und bleibt ein tolles Pfeifchen, was ich wirklich nicht missen möchte. Es ist schön. Dann nahte auch wohl schon der 50. Geburtstag dieser Firma von 1947, 50, also 97. Da stach mir der klassische Kalabashänger von Sherlock Holmes ins Gesicht. Ist das nicht irre? Das, was man sonst nur in Kürbisform gekannt hat, konnte man dann auch in Holz kaufen. Mit einer wirklich schönen Maserung aus der Reihe Pura. Schön natürlich aus der Jubiläumsreihe, wie man diesem Ring dann entnehmen kann. Da steht dann nämlich schön drauf: Jubilä 1997 Brebbia. Dann kommt das Silberzeichen, dann muss er seine Ordnung haben. Dann nochmal 1997, und damit man auch ja weiß, was es ist: Kalabasch. Die raucht sich wirklich toll, das ist eine 9 mm Pfeife. Die rauche ich komischerweise am liebsten, wenn ich Krimis lese. Ich weiß auch nicht warum. Vorurteile sind ja auch mal dazu da, dass man sie bestätigt. Sie macht einfach Freude. Bei eBay habe ich dann vor kurzem aus der gleichen Reihe, auch aus der 97er, dieses Stück erworben. Auch eine Pura, die nun leider sehr nachgedunkelt ist. Von seinem Besitzer viel genutzt wurde. Das ist in Ordnung. Leider hat er aber auch diesen Silberrand dazu benutzt. Ich glaube, das sieht man hier ganz gut, um anscheinend entweder Nägel in der Wand zu schlagen oder Aschenbecher tot zu prügeln. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das nicht irgendwie richten lasse, aber mein Gott. Sie raucht sich gut und Pfeifen sind ja doch Gebrauchsgegenstände und ab und zu eine kleine Schmarre lässt sich nicht immer vermeiden, gehört zum Leben dazu. Ende der 90er Jahre begann Brebbia mit einer Designerserie. In dieser Serie werden in unregelmäßigen Abständen immer irgendwelche Designer gefragt, macht mal. Und die fand ich einfach irre. Und ich glaube, man braucht nicht allzu viel Fantasie, um rauszukriegen, wer der Designer dieser Pfeife ist. Für die, die es dann noch nicht drauf haben, macht es ein Brevier leicht. Bei diesen Serien sind anscheinend die Rauten nicht mehr auf dem Mundstück drauf, aber auf der Pfeife. Und darunter stehen dann immer hübsche Sachen. Hier zum Beispiel Barbie Design. Also können wir uns wohl vorstellen, wer der Designer dieser Pfeife ist. Sie ist ein klein wenig klobiger als eine echte Barbie, raucht sich aber toll, hat ein schönes Füllvolumen. Möchte ich wirklich nicht missen, und das Schöne ist, die kann man auf der Straße rauchen. Das würde ich mit einer Barbie nie machen. Da hätte ich ja Angst. Irgendwann fiel mir denn auch noch die in die Hände. Das ist nun eine Bjarne-Design.
ganz schöner Hänger mit einem richtig dicken Füllvolumen. Also ich muss mal sagen, da auch ein Stückchen vom Finger in der Breite dazu packen. Schön mit Silberapplikation, ein schöner Hänger. Zwar oben am Rand leichte Fehler. Sag mal, wenn man so ein bisschen zu aschen lässt, ist es gar kein Problem. Das sind schon toll gemaserte, verhältnismäßig leichte und sehr ausgewogene Pfeifen. Und sie haben dieses gewisse Etwas, dieses manchmal so leicht Italienische. Weshalb wir ja auch Italien lieben. Wir denken Italien, Sonne, Wein. Einfach schön. Dann begann mal wieder die Phase eBay. Gut, aus der Schweiz habe ich mir dann 3 Stück en gros bestellt. Ihr habt die sie vielleicht gesehen. Ich habe natürlich wieder mal nicht bedacht, die Schweiz ist nicht Europa. Der Zoll hat mich natürlich wie immer erwischt. Deswegen mache ich mir deswegen auch mittlerweile gar keine Gedanken mehr. Die erwischen mich immer. Aber, sag mal, die 11,23 Euro Zoll habe ich gerne gezahlt. Und zwar für diese Brevia Night. Die sieht noch ziemlich unscheinbar aus, wenn man nicht das Mundstück sieht. Das erinnert mich doch stark an die 70er. Alle 3 Pfeifen, die ich euch vorstelle, sind ungeraucht. Die ist mit Filter. Zu guter Letzt. Ich kann ja nicht von allen immer 20 haben. Habe ich, oh mein Gott, das ist auch schon wieder ewig her, 94. Durfte hinkommen. 1994 dieses Stück gesehen. Das ist so typisch italienisch für mich damals gewesen. Hell ist natürlich ganz schön nachgedunkelt im Laufe der Jahre. Das sind dann auch schon wieder ein paar Tage her. Etwas Besonderes und gleichzeitig klassisch. Schöner Silberring. Die Raute. Und wenn man sie ein bisschen anders hält, sieht man ein quadratischer Kopf. Der fällt überhaupt nicht auf. Geht noch eine wunderschöne Form in den Holm hinein. Es ist auch eine First. Wenigstens steht es auf dem Silberring. Mit 3 Sternchen und viel Text. Was haben wir denn hier? Long Nature Seasonic Briar. Klingt nicht sehr italienisch, aber auch aus der purer Reihe. Und ja, stimmt, 1994. Natürlich wieder mit der 925er. Dann so, wir leben ja schließlich in einer ordentlichen Welt. Da muss man auch wissen, dass es echtes Silber ist. Filter. Und extrem leicht. Also, diese Pfeife ist einfach nur schön. Weil, seht euch diese Maserung an. Ich gebe doch zu, ich bin ein Maserungsfetischist. Wenn Form und Maserung zusammenpassen, dann lebt Holz. Und dann geht es so ein Stückchen über den reinen Gebrauchswert hinaus. Und dafür putze ich gerne mein Silber. Und kann euch nur sagen, macht euch einfach mal auf. Wie gesagt, da kriegt man schon ab und zu mal noch was Preiswertes. Und das ist ein Stückchen Italien, was man sich auch leisten und noch ins Haus holen kann. In dem Sinne wünsche ich euch sonnige Gedanken, viel Freude, Zeit für die Familie und für euch selber. Grüßt mal eure Freundinnen und Frauen schön. Bleibt mir ja gesund und macht mir schöne Videos. Wir sehen uns. Auf bald, euer René.